Bei einem Unfall auf der A3 Richtung Frankfurt zwischen Marktheidenfeld und Rohrbrunn ist am späten Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Der 25-Jährige war als Begleitung eines Schwertransports aus Tschechien in langsamem Tempo auf der rechten Spur unterwegs, als ein nachfolgender Lkw-Fahrer die Situation offenbar zu spät erkannte und mit hoher Geschwindigkeit auf das Begleitfahrzeug auffuhr. Das Auto wurde zwischen dem Schwertransporter und dem Lkw eingeklemmt. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des auffahrenden Lkw erlitt bei dem Unfall eine Kopfverletzung. Der Fahrer des Schwertransporters blieb unverletzt. Die A3 war mehrere Stunden lang gesperrt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.